Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Hardcore Projektes. Minecraft Hardcore Plus, das Hardcore Projekt mit weiteren Einschränkungen. In der vergangenen Folge haben wir. Ja, gut, die vergangene Folge war die erste Folge der vierten Staffel. Da ist natürlich nicht viel passiert. Wir haben einfach ein wunderbares kleines Dorf gefunden und ein Cherry Blossom Biom da oben. In die Richtung. Da sieht man so. Genau, der Spawn ist da hinten auf der anderen Seite des Sees. Da haben wir auch sehr spawnnah eine wunderbare Mine gefunden, beziehungsweise gehabt. Eigentlich bin ich ja schon fast reingefallen. Ja, letztendlich war die eigentlich ziemlich genau im Rücken von uns, vom Spawn. Ach, guck mal, der Creeper ist jetzt gedespawnt. Ist auch nicht so schlecht. Da ist noch Eisen. Und da ist gerade auch wieder ein Monster gedespawnt. Ja, vielleicht gehen wir mal ganz kurz da runter und gucken, dass wir da irgendwas Feines vielleicht finden. Ich meine, wir haben ein kleines bisschen Ausrüstung. Nicht viel, aber ein bisschen. Soll ich wagen? Na gut, eigentlich haben wir keine Ausrüstung. Aber ein paar Fackeln. Na, ich bin mal ein bisschen lebensmüde, ja doch. Ist ja wie gesagt nicht viel. Einfach ein kleines bisschen. Ich wäre aber noch sehr dankbar, wenn ich hier auch vernünftig runterkäme. Ja. Ich will das Eisen haben. Kupfer brauchen wir noch nicht. Kann sich natürlich noch ändern, aber jetzt aktuell will ich kein Kupfer haben. Was ist denn das für eine Höhle? Meine Fresse. Ah, Zombies. Gut, die werden hier abfackeln. Ja, solange es Zombies sind, ist ja. Das ist ja kein Problem. Ja, ich muss die Zombies. Ja, ich muss die Zombies bloß treffen. Und am besten nicht abfackeln, das wäre richtig eklig, wenn ich jetzt abbrennen würde. Naja. Gut, in welche Richtung gehen wir denn jetzt? Dann, wo es rumstöhnt, ja. Eigentlich wollte ich ein paar Fackeln setzen, weißt du das? Ja. Verschwinde. Und ich will bloß ein bisschen Licht machen. Es ist ja auch dunkel hier. Mann, Mann, Mann. Ach ja, das andere Zeug da oben hätte ich auch noch ganz gerne. Ja, lecker. Creeper. Was höre ich hier eigentlich die ganze Zeit noch? Sind das wirklich die das wird wahrscheinlich vom Schwein noch gewesen sein. Die Spuren, die Fuß, die Trittgeräusche, die ich gehört habe. Naja, wer weiß das schon. Naja, aktuell muss ich noch ein bisschen vorsichtig sein, da wir absolut keine Rüstung haben. Und nichts an, also wirklich gar nichts an Verteidigung. Ah, okay. Lassen wir es. Hier würde ich, glaube ich, erst runtergehen, wenn wir ein bisschen Rüstung haben. Gut. Aber ich habe aus den Kommentaren erlesen, beziehungsweise aus den, durch die Kommentare in Erfahrung gebracht, dass wir uns vielleicht doch ein kleines bisschen erstmal hier niederlassen sollten in dem Dorf. Genau. Dann lassen wir uns hier nieder. Wir können jetzt natürlich sagen, dass wir eins der. Ja, ist gut. Dass wir jetzt eins der Gebäude hier annektieren oder wir basteln selber eins. Ich meine, ein Bett haben wir. Wir haben auch ein bisschen Holz da. Naja, wir können ja jetzt einfach mal einen richtig rosanen Trip gehen. Vielleicht rosa und irgendwas Helles. Das heißt, ich brauche noch Birken. Haben wir da oben. Ja, da oben haben wir Birken. Sehr schön. Oh, so ein bisschen Birkenholz und dann können wir vielleicht mal anfangen, uns ein paar kleine Häuser zu basteln. Beziehungsweise uns erstmal so ein kleines, feines Starterhaus zu schmieden. Habe ich da schon mal reingeguckt? Oh, meine Fresse, das hört da nicht auf hier. Überall diese Höhlen. Ja, gut, das Ei kann ich gerne mitnehmen. Ja, und der nächste Zombie. Ja, genau das. Ich würde sagen, du brennst doch so ein bisschen. Warum treffe ich die Viecher mir nicht? Ist doch schon ein bisschen traurig, ne? Ich muss ja gleich wieder schlafen gehen, weißt du das? Geh weg. Verschwinde. Na gut, ein bisschen ausgeleuchtet werden sollte hier vielleicht trotzdem. Ja. Nee. Im Skelett will ich mich jetzt nicht anlegen. Später vielleicht mal.
Ich hab mich jetzt später, verschwinde. Ah, upsala. Mann. Ich bin aggressiv, die Viecher wieder, ne? Wo bist du? Das ist ein Eisgesicht. Hallo? Da bist du. Na, fast. Licht noch ein Ei für mich? Ja, gut. Nee, dann legen wir uns einmal eine Runde aufs Ohr und dann mal gucken, wie es weitergeht. Dann lassen wir es vielleicht doch erstmal mit der Höhle da unten und kümmern uns erstmal um ein paar weite... Ja, ist gut. Wir haben Eichensetzlinge, das ist gut. Wir haben Kirschsetzlinge, das ist auch fein. Ich hätte aber trotzdem ganz gerne ein bisschen... Ja, eine vernünftige Nahrungsquelle brauchen wir natürlich auch noch. Das ist richtig. Wir haben hier zwar die Felder. Oh, ein Ei. Skelett, bist du zufällig wieder da? Ich hab ein Ei für dich. Och, ernsthaft. Na gut, jetzt haben wir halt einen Höhlenhuhn. Ja, schön. Nein, wir holen jetzt immer ein bisschen Birkenholz. Und dann gucken wir mal, was wir daraus zusammenschustern können. Und vor allem, wo wir das Haus dann hinsetzen. Habe ich jetzt keine Samen? Doch, da habe ich Samen. Du darfst auch noch mal weichen. Rote Beete. Kann ich auch gleich direkt da anpflanzen. Helfe ich dem Dorfbewohner mal so ein bisschen. So. Ich brauche Birke. Und vielleicht dann auch ein paar Setzlinge dazu. Damit ich das Zeug weiter kultivieren kann. Ja, und dann fangen wir mal an, was Feines zu bauen. Mit einer Blockpalette, mit der ich vorher noch nicht gearbeitet habe. Na, mal sehen. Muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein. Naja. Noch ein bisschen mehr von dem Zeug und dann geht's wieder runter ins Dorf. Sehr gut, wir haben ein paar Setzlinge und wir haben ein bisschen Holz, das finde ich gut. Dann müssen wir jetzt noch einen halbwegs brauchbaren Platz für unser kleines, feines Häuschen finden. Ich meine, klar, wir haben eigentlich mehr als genug Platz hier. Da unten haben wir eine ziemlich große leere Fläche und... Genau. Eigentlich könnte man das wirklich anfangen, das Dorf dann irgendwann mal umzubauen. Aber erstmal würde ich mein eigenes kleines Häuschen basteln. Ist eben nur die Frage, wohin? Hier gibt es so viele schöne Ecken und das ist irgendwie sehr seltsam. Aber ich will mich nicht beschweren, ich bin eher froh, dass wir ein Dorf haben. Genau, das macht es für mich ein bisschen einfacher. Tja. Was machst du eigentlich so weit weg vom Dorf? Hm? Könnte vielleicht auch darüber gehen. Auf den kleinen Hügel. Ja, wir können mal eine Runde gucken. Ich meine, im Zweifelsfall laufen wir noch ein bisschen durch die Gegend, das ist ja jetzt auch kein Problem. Dann erkunden wir noch ein bisschen die Ecke des Dorfes hier. Aber zu weit sollten wir nicht laufen. Beziehungsweise nicht so schnell laufen, da wir noch keine vernünftige Nahrungsquelle haben. Ja, muss man noch ein bisschen drauf achten. Naja, aber die Fäden, ne, die wir ganz am Anfang in der Folge geholt haben, die habe ich natürlich in erster Linie für die... Genau, für die Schafe. Nein, nicht für Schafe, sondern eher für eine Angel geholt. Weil man eine Angel so schön finden kann, das wisst ihr ja. Und das wäre letztendlich auch ein Plan, den wir jetzt auch sehr zeitnah angehen werden. Da haben wir schon mal ein bisschen verzaubertes Loot, das wir benutzen könnten. Ja, also man könnte wirklich überlegen, sich hier auf diesen Hügel so ein bisschen was drauf zu pflanzen, oder? Wenn das ein bisschen abseits vom Dorf ist, gefällt mir tatsächlich doch nicht. Vielleicht darüber. Hier in diesem Bereich. Dann sind wir zwar noch im Dorf drinne, aber eben auch nicht so direkt drin. Also eher am Rand, das ist glaube ich gar nicht so schlecht. Für ein kleines, feines Häuschen. Muss ja jetzt nicht groß sein, aber bloß ein... Ja, wobei, stimmt hier, weil das ist... Dieser Spalt hier drinnen. Ach, Mann. Ja, gut, in die Höhle will ich mir jetzt kein Haus reinsetzen, wenn ich ehrlich bin. Hm.
Ja, und für dich zum Bleistift hole ich dir ein paar Fische. Ja, ganz ehrlich, hier ist gerade nicht so viel Platz. Warum nicht direkt hier ein Haus reingesetzt? Gut, dieser Spalt hier ist zwar etwas seltsam, aber die kann man auch ein bisschen auffüllen dann bei Zeiten irgendwann mal vielleicht. Wenn man Lust drauf hat. Naja, theoretisch könnte man diese ganze Lippe mit Erde wegnehmen. Gut. Kommt hier unser Häuschen hin. Ja, fein. Dann erstmal ein bisschen Ofen und eine Werkbank und unser Bett dazu. Unsere wunderbare Baustelle. Guten Respawn Point zu setzen ist eigentlich ziemlich dämlich, weil ich sowieso keinen brauche. Wenn ich tot bin, ja, dann bin ich tot. Und das entgehe ich jetzt auch nicht. Moment, das wollte ich nicht durchbraten. Oder will ich die vielleicht doch durchbrennen? Ich meine. Gut, andererseits brauche ich auch noch ein bisschen Stein. Na. Verdammt. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Kohle gewastet, ist egal. Ne, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ich brauche sowieso noch ein bisschen Eisen für ein Schild und für eine Steinsäge und für generell das ganze Zeug. Hatte jemand vielleicht doch noch ein bisschen Eisen für mich? So ein ganz kleines bisschen. Vielleicht? Also ich frage für einen Freund. Nur ein ganz kleines bisschen, mehr will ich nicht. Oh, das Skelett schon wieder. Au! Ich hasse das Viech. Mann! Gut, da unten wäre jetzt ohnehin kein Eisen gewesen. Ist okay. Ich meine, wir hatten doch eigentlich Eisen da hinten im Dings drin, oder? Ich? Nimm einfach dich. Ja. Da war doch schon mal eine Eisenquelle. Golem, komm mal wieder her. Komm mal ran auf den Meter. Kann natürlich. Naja, wobei, erstmal eine Runde schlafen und dann. Hauen wir den Golem zu Brei. Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Wie wäre das? Drei Blöcke hoch muss ich mich dafür stacken, ne? Damit er mich nicht trifft, oder waren es vier? Ich mache das ja ungern, aber irgendwie muss ich halt an Eisen kommen, ne? Und da in den Regeln jetzt auch nicht steht, dass man Golems nicht zu Klump hauen kann, oder nicht zu Klump hauen darf, sehe ich darin eigentlich kein Problem. Du, komm mal her, Dude. Na, ich habe wirklich das Gefühl, dass es so. Okay. Scheint doch zu klappen, dass er mich hier oben nicht trifft. Auch wenn die Axt wirklich einen richtig ekligen Cooldown hat. Naja, egal. Haben ein bisschen Eisen. Und eine Blume. Gut, die brauchen wir jetzt ja weniger, aber wir haben Eisen. Oh, fünf Eisen sogar direkt. Das ist doch richtig schön. Nimm dich auch gleich mit. Na gut, du darfst jetzt leben. Du darfst leben. Vorerst. Ja, finde ich gerade die Dorfbewohner schade. Na gut, dann sollen wir den vielleicht doch umbringen. nein. So böse sind wir nicht. Noch nicht zumindest. So ein bisschen Eisen haben wir schon mal. Dann können wir uns direkt mal eine Steinsäge herstellen. Na, gib mal her das Ding. Und, ne, halt. Da oben war das Ding. Einen Schild. Wunderbar. Eisensäge ran. Steinsäge. Ja, ich weiß auch nicht. Und dann brauche ich die Steine als Foundation. Ja, schön, dass ich dir diesen Beruf gegeben habe. Freut mich. Ja. Tja, das wird letztendlich bloß erstmal bloß ein kleines Starterhaus. Das braucht jetzt nicht unbedingt so viel Platz. Fragezeichen. Also, dass ich hier gerade die ganzen Nichtsnutze hier am Rumlaufen habe, das gefällt mir tatsächlich eher weniger. Hier wird gebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na gut.
Das sind dann 7, wenn ich hier durch bin. Ich würde das dann, glaube ich, ganz gerne ein bisschen länger machen und... Was willst du jetzt eigentlich hier? Hau ab. Ich würde ein einfaches kleines Haus, würde ich mal sagen. Heißt natürlich auch, dass ich mir vielleicht erstmal ein bisschen Stein holen sollte. Einerseits, um das Fundament hier weiter zu schustern und vor allem andererseits, weil ich sowieso Stein brauche für Werkzeuge und okay, für Werkzeuge hatte ich notfalls auch ein paar Golems, die hoffentlich bald wieder spawnen. Nee, aber nichtsdestotrotz brauche ich trotzdem ein bisschen Stein. Und jetzt können wir auch das Skelett aus dem Leben hauen. Das hier irgendwo noch am Rumstiefeln war. Wo haben wir die Torch? Da haben wir sie, oder? Boah, meine Fresse, erschreck mich doch nicht mehr so. Wo kommst du eigentlich wieder her, hä? Ja. Also. Schön, dass du dich hier terraformtechnisch betätigen möchtest, aber das hätte ich auch alleine hingekriegt. Ganz ehrlich. Dafür brauche ich deine Hilfe nicht unbedingt. Hättest du wenigstens ein bisschen Stein gebracht, dann hätte ich auch kein Problem gehabt. Aber nee, du bist da schon ein bisschen geizig gewesen. Na, hier haben wir Kohle. Und sage ich prinzipiell nicht nein zu, vor allem jetzt Early Game nicht. Und dann brauche ich ein bisschen weniger Holzkohle herstellen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Ja. Der Stein oben wird sowieso noch ein bisschen durchbraten. Und bei der Gelegenheit können wir uns auch ein bisschen Steine mitnehmen. Das ist auch ganz, gar nicht so schlecht. Sehr fein. Natürlich immer ein Auge in die Lücke hier haben. Das ist richtig. Das ist plötzlich gedespawnt. Scheint gar nicht so, ne? Lass mal Kupfer da hinten, okay. Na gut. Dann hier auch mal ein paar Torches hin. Und nochmal eine letzte. Okay. Kupfer nehme ich mit. Ja, nicht Kupfer. Kohle nehme ich mit, noch ein paar Steine. Für eine Variante der Spitzhacke. Man könnte sich auch fast überlegen, ob man sich da jetzt einfach noch ein Eichen. Eine Eisenfarm im Bord. Ich meine, wir sind jetzt beim Dorf. Andererseits sollte man eine Eisenfarm nicht im Dorf bauen. Ist ein bisschen außerhalb. Oh. Unterirdisches Wasser. Ja, ob ich das so toll finde? Ich weiß nicht. Ich bin gerade eher der Kohlemann. Ich brauche Kohle. Noch mehr von dem Zeug. Oh ja. Ah, von oben auch noch Wasser, ey, das ist geil. Wie wär's mir noch mehr? Brennende Zombies. Hm. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Oho. Lässt dich mal. Ach doch, hast doch ein bisschen Hundefutter für mich dagelassen, das ist schön. Ich habe gerade kein Wauzi hier, aber bald, später, irgendwann mal. Okay, wir haben weitere Kohle. Und da oben ist ja nicht der Golem. Ha. Oh, da ist noch der Golem von da unten vorhin. Na, egal. Moment, bin ich nicht eigentlich runtergegangen, um Steine zu holen und nicht um Kohle zu... Oh, meine Fresse. Naja, egal. Ich brauche erstmal noch ein bisschen mehr von dem Zeug. Wie war das jetzt? 7, 8, 9, jetzt haben wir Quadrat. 10, 11, 12, 13. Genau. Das ist die Grundform von dem Gebäude. Erstmal schön einfach. Genau. Da werden dann natürlich dann trotzdem eben noch irgendwelche Feinheiten und sowas reingepflanzt, aber jetzt ganz am Anfang wirklich erstmal eine ganz, ganz einfache, grobe Form, würde ich mal sagen. Das zieht mich aber dennoch wieder zurück in den Berg. Ja, ich brauche nämlich immer noch ein bisschen Stein. Das Steinzeug, was ich hier gerade durchbrutzel. Ja, brauche ich zwar auch.
Kohle, 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 da ist sie. Ich brauche mehr Steine. Halt. Ich brauche mehr Steine. Sollte ich mir vielleicht auch mal gleich mal eine neue Spitzhacke bauen? Da war ich wohl ein bisschen langsam. Egal. Sehr gut. 1, 2, 3, 4 und 5. Ich bin gerade am Überlegen, von wo aus man dann in das Haus reingehen soll. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann haben wir da in der Mitte einen. Oder man macht es einfach mit vier. An der Stelle. Ist okay. Dann hier nochmal. Ach ja, stimmt ja, da war der Weg. Egal. Was interessiert mich der Weg? Genau. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir dazwischen 3, ne? Ja, wunderbar. Oh, das tut mir fast ein bisschen leid, dass du dich jetzt da leider drin verfangen hast. Willst du wieder rauskommen? Aber du bist grün, du bist ja schön, naja. Ganz ehrlich, kein Wunder, dass du dich da drin verlaufen hast. Sogar der Thun kommt da jetzt raus, ja, aber du nicht, oder was? Mann, 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 Mann. Es ist halt ein Grüner, ne? Es ist ein Nichtsnutz. Und offensichtlich ist das Pathfinding bei ihm auch nicht ganz so groß geschrieben. In seinem Fall ist wohl eher Pathfinding. Ja, gut, das war jetzt auch ein verdammt schlechter Wortwitz, aber hey. Ja, doch. Als Grundform ist das, glaube ich, okay. Die Betonung liegt auf, glaube ich, und dann werde ich sowieso hier noch was anderes machen. Ja, Mann. Eins, zwei, drei. Ja. Wirklich so viele? Ja. Jetzt wieder ein bisschen was hin. Ne, nicht da, sondern eher hier. Jetzt bin ich einer, die ja nichts nutze. Sehr schön. Und dann hier noch den nächsten. Eins, zwei. Sehr gut, dann könnt ihr tatsächlich. Naja, ich würde die erstmal da lassen. Die gehören zum Haus dazu. Und das hier ist was anderes. Genau. Und dann können wir diese Balkenschweine höher setzen. Die werden am Ende sogar noch höher gemacht, aber jetzt erstmal auf diese Höhe. Hier in diesem Zwischenraum müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Steine legen. Nachdem wir eine Runde geschlafen haben und natürlich uns Steine geholt haben, richtig. So, wunderbar, ist vielleicht ein bisschen Material durchgebrutzelt. Wir haben jetzt auch noch ein kleines bisschen Erde, womit wir erstmal ein bisschen dicht machen können. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann fallen wir nicht beim Bau rein. Beispiel während des Baus. Das gehen wir nochmal weg. Gut, dann sollte man hier vielleicht auch mal dicht machen, bevor hier noch irgendjemand wieder der Meinung ist, da reinfallen zu müssen. Ich meine, dass die Dorfbewohner teilweise etwas intelligenter sind, wisst ihr ja. Wie sieht es jetzt hier aus? Jemand da, jemand nicht? Wunderbar, finde ich gut. Dann wäre nochmal ein bisschen der Kram geclosed. Wenigstens ansatzweise. Aber ganz ehrlich, wenn ich da jetzt wieder so dicht mache, dann soll ich da vielleicht nochmal eine Torch reinhängen irgendwo, damit da. Ne, nicht da. Ja, da unten. Damit er nicht spawnt. Wenn dann ein Enderman meinetwegen rumstiefelt, soll er das tun, aber. Spawnende Monster müssen da jetzt wirklich nicht hin. Dankeschön. Genau, ich habe bei der Gelegenheit noch ein paar Bäume hier angepflanzt. Nicht viel. Ist mir auch leider ein bisschen spät eingefallen, aber egal. Gut, wir haben Stein, ja. Und wir haben hier auch noch ein bisschen Stein drin. Sehr wunderbar. Man hätte natürlich auch sagen können, dass man das Foundation, wenn wir jetzt sowieso schon sehr hell spazieren, beziehungsweise mit Rose und Birke bauen, ob man da vielleicht auch einfach mal ein bisschen Diorit reinarbeitet. Ich meine, wir hätten hier auch Diorit da unten gehabt. Zumindest ein kleines bisschen.
Und hier und da so ein bisschen Theorie einzuarbeiten, ist vielleicht nicht unbedingt so schlecht. Also in polierter Form würde ich das denn, wenn überhaupt, hier verbauen. Könnte man durchaus in Erwägung ziehen. Oh Mann, das ging ja irgendwie schneller als erwartet. Das Gebäude wird am Ende tatsächlich auch relativ schmal, wenn ich mir das jetzt so angucke. Moment, 3 und 3. Naja, gut, das passt aber trotzdem nicht ganz. Dieses Teil da vorne ist schmäler als das hier. Weil wir hier einen Vierer-Zwischenbereich haben und da auch und da irgendwie nicht. Da vorne sind wir bei überall 3. Beziehungsweise, nee, hier bin ich. Einmal 4 und einmal 3 ist es hier. Das ist richtig schlimm. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich. Ja, ganz offensichtlich. Na gut, schlafen wir eine Runde, machen das Fundament nochmal fertig und dann gucken wir mal weiter. Naja, zum Glück dauert das ja überhaupt nicht lange, wenn man nur einen Ofen hat und mit dem einen Ofen dann das Zeug durchbrät. Nein, nein, das dauert nicht lange. Wer auch immer das denkt, das muss ein Schelm sein. Ach, nee. Ist doch alles gut. Hat da niemand vor, hier irgendwelche Fortschritte zu machen? Wo käme ich denn hin? Okay. Ich brauche mehr Stein. Viel mehr Steine! Ich meine, ich könnte natürlich auch einen weiteren Ofen einfach basteln. Das könnte man durchaus in Erwägung ziehen. Und. Golem, ich habe. Was natürlich ganz schön wäre, wenn der Golem jetzt anfangen würde zu korrodieren, ne? Aber, naja, das macht er wohl nicht. Aber du darfst gerne mal versuchen, mir ein bisschen von deinem Eisen zu schenken. Ich habe gehört, das soll einige Leute geben, denen das gefällt. Mir zum Beispiel. Ja, ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass er da an dieser Stelle ja, nochmal hochgehen könnte. Toll. Zweite Folge und schon weg. Oh, toll, meine Fresse. Ach ja. Hat doch so schön angefangen. Tja, was mache ich denn jetzt? Die Folge hat wieder ihre normale Länge gehabt, ne? Ich würde sagen, dass wir. Es ist noch nicht Staffel 4, oder? Auch wenn ich das jetzt zwar schon mit Staffel 4 Dithna, angekündigt habe, beziehungsweise auch beschrieben habe. Gibt es den Staffel 4 Neustart in der nächsten Folge? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Gut, dann hoffe ich auf jeden Fall trotzdem, dass euch die Folge soweit gefallen hat. Ich hoffe, dass wir jetzt, dass der nächste Spawn auch ähnlich schön wird. Und wenn nicht, dann halt nicht. Naja. Es ist ein bisschen unschön verlaufen. Ja, da gebe ich euch recht. Und ich war auch natürlich ziemlich dumm und sehr leichtsinnig von mir, aber so kennt man mich ja. Gut. Und dennoch hoffe ich, dass euch die Folge soweit gefallen hat. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.